dann ist es schon 21 Uhr. Es ist schon 21 Uhr. Ich sage schon mal guten Abend alle zusammen. Ich freue mich, dass wir wieder hier sind. Ist es jetzt? Hallo? Gut. Ich war schon dabei zu sagen guten Abend alle zusammen. Oh, sorry. Alles gut. Guten Abend. Ne Bind. Oh alles cool. So, wir machen das Gleiche wie jede Woche. Letzte Woche gab es eine kurze Pause, aber jetzt sind wir wieder zusammen. Ich freue mich. Und zwar sind wir hier zusammen, um in einen Kurs in Wundern zu lesen, im Textbuch. Und wir machen das wie folgt, wie immer. Ich fange mit einem kurzen Gebet an, damit wir uns alle einstimmen können auf die kommende Stunde. Thorsten ist so lieb und erklärt uns nochmal, was ein Kurs in Wundern ist für alle, die neu dazu gestoßen sind und für uns auch als Erinnerung, nur damit wir alle wissen, was hier in der nächsten Stunde passiert. Und dann legen wir auch los mit Lesen. Und jeder, der mitlesen mag, ist herzlich willkommen mitzulesen, mitzusinnieren über das Gelesene. Wir freuen uns immer über jeden Input. So. Jawohl. Habe ich was vergessen? Nö. Gut, dann legen wir los. Mit dem Gebet. Jawohl. Wunderbar. Also, wenn du magst, dann schließe deine Augen, mach's dir bequem und atme vielleicht noch einmal tief ein und dann wieder aus. Und wir beten. Lieber Gott, danke, dass wir hier so zusammenkommen dürfen. Danke für die kommende Stunde. Wir erinnern uns noch einmal, dass es keine Zufälle gibt. Also in dieser Kombination sind wir kein Zufall. Wir waren verabredet, um uns an dich zu erinnern, an die Liebe, die wir in Wahrheit sind. Wir sind wie du, lehrt uns der Kurs. Wir sind vollkommene, wundervolle Liebe. Wir haben es nur ein bisschen vergessen, aber wir sind hier, um uns gegenseitig wieder daran zu erinnern und uns damit zu segnen, damit wir diese Energie aufrechterhalten können und wieder in unsere Welt tragen, um unsere Brüder daran zu erinnern, wer sie in Wirklichkeit sind. Dafür ist unser Körper in Wirklichkeit da, um dem heiligen Zweck der Liebe zu dienen. Lass uns das bitte nicht vergessen. Erinnere uns hier bitte daran. Wir sind dir sowas von dankbar. Danke Gott. Amen. Thorsten, bist du da? Mich? Jetzt höre ich dich. Hallo. Hallo. Hi, jetzt höre ich dich richtig gut. Oh, Mann. Sorry. Das ist so ein Wahnsinn. Die Technik. Ja, aber ich habe auch kein Update gemacht. Das ist das Blöde. Das fällt mir gerade wieder ein. Ja. Das ist hier. Aber man hört dich jetzt richtig gut. Ach, sehr schön. Gut, wunderbar. Ich mache mein Mikro aus. Ja, also damit ihr wisst, dass ihr hier nicht in irgendeiner Sekte gelandet seid, sondern bei Ein Kurs im Wundern erkläre ich euch kurz, was wir hier machen. Also wir lesen jeden Mittwochabend um 21 Uhr hier bei Clubhouse aus einem dicken blauen Buch, das da heißt Ein Kurs in Wundern, ist erschienen im Greuthof Verlag. Und das Buch ist unterteilt in ein Textbuch, in ein Übungsbuch und in ein Handbuch für Lehrer. Und wir lesen jeden Mittwoch aus dem Textbuch. Das Buch wurde geschrieben in den 60er Jahren von einer Psychologin, Ellen Schuckman, und die ist selber Psychologin und hat an einem Institut in New York gearbeitet und hat sich mit ihrem Kollegen damals immer gestritten. Die kamen überhaupt nicht miteinander klar. Die wussten nicht genau, wie sie mit ihren Studenten irgendwie weitermachen sollten, wer in welche Richtung geht. Und dem war das irgendwann mal zu bunt und er hat gesagt, es muss doch auch einen friedlicheren Weg geben, hier zusammen zu leben und ja, auch was Gutes zu lehren. Und ja, dann hat sie irgendwann die Eingebung bekommen, wie sie sagt, von Jesus und hat mit ihm zusammen oder von ihm diktiert dieses Buch verfasst. Und es geht eigentlich darum, dass sowohl im Textbuch als auch im Übungsbuch in 365 Lektionen unser Geist geschult wird. Und zwar uns bewusst gemacht wird, dass wir eigentlich normalerweise in einem Ego-Denksystem verhaftet sind. Und der Kurs versucht uns auf eine ganz schöne, poetische und elegante Art und Weise von diesem Ego-Denksystem weg hin zu einem friedvollen, liebevollen und zu einem
ja, erfüllten Denken hinzuführen, und zwar durch Gott, mit Gott und durch Jesus. Und das versuchen die Lektionen 365, jeden Tag eine Lektion und auch das Textbuch. Ja, und wir sind jetzt auf Seite, so ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht vertue, 68, Abschnitt 4. Und damit starten wir heute. Jetzt hoffe ich, ich bin da, ich versuche nur gerade... ich kriege hier gerade schon Schweißausbrüche. Ich habe nur im Chat gelesen, ach so, ja, danke, Julian hat schon erledigt. Wir sind auf Seite 68. Abschnitt 4. Es ist Abschnitt 6, Absatz 4. Vielleicht hilft das. Ach so, genau, ja, das ist, nein, du hast recht. Ich vergesse immer diese Abschnitt 6, ja, genau, richtig, genau. Wir sind im Kapitel 4. 4, mhm. Abschnitt 6, Absatz 4. Absatz 4, genau. Ich glaube, Julian kümmert sich auch schon drum. Vielen Dank, Julian, für deine Hilfe. Aber ich glaube, jetzt haben wir es zweimal gesagt. Jetzt, glaube ich, ach ja, sind wir alle. Das, ja, genau. Wegen der Kindle-Version. Genau, immer, ne? Wegen der Kindle-Version. Richtig, genau. Genau. Also, wir legen dann mal los mit Lesen, würde ich sagen. Jawohl. Jawohl ist so ein geiles Wort. Möchtest du anfangen? Ich fange an, jawohl. Wunderbar. Okay, viel Spaß. Dankeschön. Das Ego und der reine Geist erkennen einander nicht. Der getrennte Geist kann die Trennung nur durch Dissoziation aufrechterhalten. Nachdem er das getan hat, verleugnet er alle wahrhaft natürlichen Impulse, nicht weil das Ego ein getrenntes Ding ist, sondern weil du glauben willst, dass du es bist. Das Ego ist ein Mittel, um diesen Glauben aufrechtzuerhalten, wobei es immer noch allein deine Entscheidung ist, das Mittel anzuwenden, das ihm den Fortbestand ermöglicht. Und da sind wir schon wieder. Ohne deine Treue würde das Ego einfach nicht existieren. Genau. Na, ich meine, wir können es uns schönreden, aber vielleicht hier in diesem Zusammenhang ist es ganz gut, wenn wir uns es nicht schönreden. Ohne unser Zutun, ohne unsere Erlaubnis, würde es das Ego nicht geben oder hätte das Ego nicht diese Macht in unserem Leben. Ja, wir das stimmen ihm halt ständig zu, ne? Genau, es ist ja im Satz 3, ich meine, es ist ja, also kann man ja nicht drum herum reden. Nicht, weil das Ego ein getrenntes Ding ist, sondern weil du glauben willst, dass du es bist. Du willst an diese Trennung und an das Ego glauben. Ja. Ja. Und weil du daran glauben willst, hältst du es aufrecht. Und kämpfst dich durch die Weltgeschichte mit deinem Ego-Glauben. Weil du denkst, dass dir das Ego irgendetwas nicht bringt. Mhm. Und ja. Ich finde das so krass, so gerade was mir auch so in den letzten 2, 3 Wochen widerfahren ist, wenn man immer stärker in den Kurs einsteigt und immer stärker sich mit diesem Christus in sich verbindet und wirklich sagt, okay, ich habe meine Marschrichtung ist nicht mehr das Ego, sondern Gott, und sich immer mehr darauf konzentriert, auch bewusst konzentriert und das jeden Tag übt und sich jeden Tag da versucht, daran zu erinnern, ist es so unfassbar grotesk, was in der Außenwelt einem die Egos da manchmal präsentieren. Wenn man anfängt, das zu sehen, wie die Menschen so egozentriert und egogesteuert leben, ja, das macht dann so viel, viel öfter so Aha-Momente, wo man das sieht und in dem Moment einfach sagt oder in dem Moment spürt, dass eigentlich dahinter, hinter diesem Angriff und hinter diesem Ego-Wahn, eigentlich was anderes steckt. Und das, ich bin diesem Kurs so unfassbar dankbar, dass dieses Instrument ich in die Hand bekommen habe, um in vielen Situationen einfach viel schneller oder direkt diesen Angriff nicht mehr zuzulassen in mir, sondern ihn an mir vorbeifließen zu lassen. Es gelingt mir nicht immer, bei Gott nicht, aber immer öfter. Und da ist der Kurs einfach so, ich kenne auch, das hattest du, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche gesagt, Peri, ich kenne auch kein anderes Buch, das das bei mir so bewirkt hätte, wie der Kurs. Ich kenne keins. Ich greife mal jetzt was vorweg aus Absatz 6 und ich irre mich nicht bei der Wahl von Gottes Kommunikationskanälen. Ja, genau. Weil du gesagt hast, dass der Kurs mich gefunden hat, da passt dieser Satz so schön. Ja, es ist kein Zufall. Das ist nicht ein ach so ja aus Hups und da lag der Kurs in meinem Schoß, sondern es gibt keine Zufälle. Alle Situationen in deinem Leben, die sich vorher ereignet haben, haben zu diesem Moment geführt. Ja. Und
Gott irrt sich nicht Nee, in dir in als, keinem. nein, Da, ja, das ne? auch nicht, aber auch mit diesem Zusammentreffen mit dem Kurs gerade. Ja. Hätte ein bisschen früher kommen können, hätte ein Ah, paar komm, das ist dein Blessuren Ego. erspart. Das ist Ich dein weiß. Ego. Hello. Das ist immer so schön, Ja, weil ich dieses, ah, warum konnte das nicht vorher passieren? Weil es nicht sollte. Wenn es Ja, vorher genau. passieren sollte, wäre es vorher passiert. Ja, Aber genau. weißt du, was ich ganz interessant finde, wenn wir wieder zurückgehen zu Absatz 4, da sind wir wieder bei unserem, wie sagt man, diesem Sprung in der Schallplatte, dass es immer wieder unsere Entscheidung ist, weil das sagt dieser Absatz ja auch, weißt du, in Satz 4 steht, wobei es immer noch deine Entscheidung ist, deine Entscheidung, die Mittel dafür bereitzuhalten, dem Ego eine Überlebenschance zu geben. Es ist deine Genau. Entscheidung. Wir sind so machtvoll. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll, außer, und es ist so, eigentlich ist die Aufgabe mega simpel. Wir gestalten sie uns vielleicht etwas, findest du nicht? Moin Doch, Julian, total. während ich hier Super. so Hallo, fachsimpel Arne, ist grüße euch. Julian Ich habe ihn mal kurz eingeladen, da. Ja, beziehungsweise wundervoll. reingeholt. Ja, ich hoffe, ihr Hallo könnt mich jetzt Julian. hören. Hallo, grüßt Ja, euch. wir Ah, hören dich gut. jetzt. Oh, jetzt Ich hören wir höre. es sehr gut. Ja, Ja. wenn ihr mich hören könnt, ist alles top. Ja, können wir. Hat Sehr geklappt. schön. Top. So, also ich habe auch zu dem Absatz nicht mehr viel zu sagen, außer du möchtest noch drauf rumkauen. Ich nicht. Es ist Aber mega. du hast es gerade so, du hast noch gerade was sagen wollen, bevor Julian hochgekommen ist. Aber Naja, du hast, ich glaube ich, glaube, ich etwas war an. einfach dort stehen geblieben, wie viel Macht wir haben und wie simpel die Entscheidung eigentlich ist. Genau, diese simple Entscheidung. Ja, sie ist einfach ein, ja, sie ist eigentlich simpel, sie ist eigentlich einfach. Und weißt du, was ich so spannend finde, ich weiß nicht, ob es dir auch so in deinem, aber du hattest, glaube ich, noch einen anderen Werdegang als ich. Wie lange ich mich geweigert habe, obwohl ich eigentlich diesen Kern, das hatte ich mal in einem anderen Raum schon mal erzählt, diesen Kern immer in mir hatte. Und es war mir immer klar, dass da mehr ist. Und auch durch meine Erziehung und durch meinen Lebenslauf und durch meinen ganz, wusste ich immer, da ist mehr. Aber wie lange ich mich geweigert habe, das einfach das anzunehmen und zu sagen, das ist so. Das ist schon echt, das ist schon spannend, wie lange das Ego versucht, dich da alleine durchs Leben zu prügeln. Naja, wie du dich immer wieder entscheidest, dich vom Ego durchs Leben prügeln zu Prügeln lassen, zu, weil du genau. denkst, da ist das Ego, ich meine, wir dürfen uns deswegen, müssen uns deswegen auch gar nicht fertig machen. Das Ego Nee. ist mega klug. Es ist deine eigene Intelligenz, die du gegen dich nutzt. Natürlich weiß es, wie es dich kriegt. Ich meine, Ja. es ist nun mal mega schlau. Und es wird immer wieder versuchen, dir irgendetwas darzubieten, wo du denkst, oh, aber das finde ich dann doch noch voll cool. Aber das hätte ich den Ruhm und Status und Popstar finde ich doch noch ganz toll oder so. Oh, ja. Ja, da hast du Bis du recht. merkst, auch das ist vergänglich. Ja, und heiße Luft. Also, wollen wir weiterlesen? Ja, sehr gerne. Julian, Bitte. möchtest du? Ach so, Ja, sorry. sehr gerne. Wie kannst du jemanden den Wert von etwas lehren, das er vorsätzlich weggeworfen hat? Er muss es weggeworfen haben, weil er es nicht schätzte. Du kannst ihm nur zeigen, wie elend er ohne ist und es ihm langsam näher bringen, damit er lernt, wie sein Elend nachlässt, wenn er sich ihm nähert. Das lehrt ihn, sein Elend mit dessen Abwesenheit zu assoziieren und das Gegenteil des Elends mit dessen Anwesenheit. Nach und nach wird es für ihn erstrebenswert, während er sein Denken über dessen Wert ändert. Ich lehre dich, Elend mit dem Ego und Freude mit dem reinen Geist zu assoziieren. Du hast dich selbst das Gegenteil gelehrt. Du bist immer noch frei zu wählen, aber kannst du in Gegenwart von Gottes Belohnungen wirklich die Belohnungen des Ego wollen? Gute Frage. Eigentlich sehr klar zu beantworten und dann uneigentlich für viele von uns immer noch irgendwie so ein Tanz. Ja. Na? Weil ich habe manchmal das Gefühl, das habe ich auch oft schon im Podcast gesagt, dass wir irgendwie das hier uns damit auseinanderzusetzen, wer wir in Wirklichkeit sind, das
ich manchmal das Gefühl habe von der Außenwelt, dass die denken, das ist so ein, ach, ist so ein nettes Shishi. Ich muss mich erstmal darum kümmern, Geld zu verdienen, die Kinder zu versorgen, meine Miete zu zahlen, da, da, da. Und dann habe ich vielleicht noch irgendwie ein bisschen Zeit für Meditation und mich um meine wahre Essenz zu kümmern. Und es entgeht uns, dass wir Ursache und Wirkung da völlig verdreht haben, weil wenn du deinem Frieden näherst, beugt sich alles diesem Frieden. Dein Leben ist in der Qualität vollkommen anders und alles, was du sonst als To-Do empfunden hast, fühlt sich auch völlig anders an. Aber diesen Switch hinzukriegen, zu sagen, dass das das Wichtigste ist, worum du dich je kümmern kannst, ich weiß nicht, wann der einsetzt. Ich meine, es gibt ja auch keine Zufälle, jeder kriegt diesen Switch hin, wenn er ihn hinkriegen soll. Aber ich finde ihn so offensichtlich, dass wenn ich in der Qualität Frieden bin, wenn ich Ruhe empfinde, wenn ich klar bin, dass das doch meinen ganzen Tag trägt, dass das alles muss sich dieser Energie beugen, alles. Es dringt durch alles durch. Das ist genau das, was du sagst. Es beugt sich alles dieser Energie. Und ich glaube, ich glaube es nicht nur, sondern der festen Überzeugung, weil ich es ja auch am eigenen Leib erfahren habe, wenn du da Schritt für Schritt immer weiter reingehst und immer mehr vertraust und immer mehr die Ergebnisse sich auch zeitigen, dass du ruhiger wirst, dass du friedlicher wirst, dass du für dich die Dinge viel mehr durchschaust, dass du aufhörst, andere Leute direkt zu verurteilen, wenn sie versuchen, irgendeinen Mist zu bauen, weil du hinter die Fassaden guckst. Wenn du das einmal durchschaust, dann durchdrängt quasi jeder Lebensbereich diese liebevolle Haltung. Und dadurch wird alles ja komplett, dein gesamtes Leben in jedem Bereich neu. Es wird einfach liebevoller und viel stressfreier, viel entspannter, viel klarer, ja, und viel liebevoller. Und ohne diesen Druck, dieser furchtbare Druck, der dann irgendwann mal verschwindet. Das ist, glaube ich, für mich so der Golden Nugget, den ich dadurch gewonnen habe. Und das macht dieser Kurs mit einem und Gott und Jesus. Wenn man sorry, Julian, sag du. Ja, Entschuldigung. Ich habe da auch so ein Stück weit die Assoziation dazu, dass man erstmal die Bereitschaft in sich selber spüren muss, sich von dem Elend, was ja hier auch ein paar Mal in dem Absatz aufgeführt ist, wirklich befreien möchte, wo man selber wieder, wo ja auch schon im Absatz davor gesagt wurde, ja, es ist deine Entscheidung, jetzt nochmal bekräftigt, es ist deine Entscheidung, wirklich zu sagen, ja, ich lasse das frei, ich lasse das los, ich will nicht mehr in dem Leid oder in dem Elend sein und mir nicht vielleicht vom Ego vorspielen lassen, dass ich einen Mehrwert draus habe, ja, dass ich vielleicht dann Aufmerksamkeit von anderen bekomme, die mich dann bestärken da drin, wie sehr ich doch in meinem Elend bin, dass man vielleicht erst an die Stufe kommen muss, um sich daraus zu befreien, dass man die Belohnung und eigentlich das Positive sehen kann. Und vielleicht hängt es auch noch irgendwie in diesem tradierten Bild drin, wenn man sich so die christliche Botschaft und den Glauben anguckt, dass ja auch so ja die Geschichte von Jesus in der christlichen Sicht, wie sie über die Jahrhunderte überliefert worden ist, ja auch immer dieses Bild des leidenden Jesus, des leidenden Christus, wie er auch am Kreuz hängt in vielen Kirchen und dass er ja für uns gestorben ist und so. Da ist ja so ein anderes Bild vermittelt worden, was der Kurs ja vollkommen, sage ich mal, aufbricht und komplett neu und positiv besetzt. Ich glaube, diese Hürde muss man wahrscheinlich erstmal überwinden, selbst wenn man vielleicht nicht so in den kirchlichen, christlichen Kontext eingebettet oder erzogen ist, aber irgendwo hängt es einem doch im Hinterkopf. Und vielleicht ist es deswegen auch so schwer oder dauert so lange, bis man dahin sich erlaubt zu kommen und sich davon frei macht. Aber ich glaube, wenn man das geschafft hat, dann ja, ist alles möglich. Also was ich dazu, danke Julian übrigens, danke auch fürs Lesen. Ich war schon wieder so voll gerne in meinem Gedankenfluss, dass ich vergessen habe, mich zu bedanken. Was ich spannend finde, ist, dass das, was du gesagt hast, dass wir mit diesem Leid und das Beobachten, dass Jesus gelitten hat, das verbinden wir auch ja mit einer Schuld. Er ist ja für unsere Sünden gestorben. Und das Ego, das sich ja von Gott getrennt hat, angeblich, empfindet ja auch eine Schuld. Und das ist nämlich das Ding, das Ego hat ja diesen Mechanismus, ich möchte Recht haben, ich möchte Recht haben. Also wenn er glaubt oder wenn das Ego glaubt, es ist Schuld, und wir ihm sozusagen, puff, mit einem
Gedanken diese Schuld nehmen können, was bleibt denn dann noch? Dann kriegen wir natürlich Panik und denken, oh mein, meine Güte, wer bin ich denn ohne mein Schuldgefühl? Irgendwie macht uns das ja auch Angst, wenn wir unserem Ego vertrauen, welches uns ja unsere ganze Identität aufgebaut hat. Wir sind der, der sich schuldig fühlen muss. Wir sind der, der leiden muss. Wir sind der, der das braucht. Wir sind, und wenn wir all diese Glaubenssätze sukzessive wegnehmen, macht es uns natürlich auch Angst, weil das alles ist, was wir bis dato kannten. Dass das mit einem, sozusagen mit etwas ersetzt wird wie Liebe, das ist für uns vielleicht noch gar nicht so greifbar. Und da kann ich auch verstehen, dass das erstmal so, dass wir da Berührungsängste haben. So. Also so erkläre ich mir das. Thorsten, du? Mhm. Nee, habe ich eigentlich gar nicht viel zu ergänzen, was du da sagst. Das stimmt alles. Was ich nur spannend finde, ist, und das ist auch wieder hier so ein praktischer Hinweis oder so eine praktische Geschichte, die hier Jesus so aufdröselt, indem er nämlich die Assoziationen neu stellt. Ich lehre dich, Elend mit dem Ego und Freude mit dem reinen Geist zu assoziieren. Das heißt, solange wir diese Unterscheidung und diese klare Trennungslinie nicht sehen und nicht spüren, kommen wir ja auch irgendwie gar nicht auf den Trichter. Und er bringt uns das ja wirklich bei, auch in diesem Kurs Schritt für Schritt. Es geht ja, das ist ja ganz spannend, es geht ja wirklich damit los, dass der Kurs ja auch in den Übungen versucht, uns erstmal von diesem Denksystem, wie du es auch gerade schön gesagt hast, von Ursache und Wirkung aufzuheben. Wir gehen immer davon aus, dass die Ursache im Außen ist und die Wirkung im Innen, dass es genau andersrum ist, dass alles in uns ist und die Wirkung im Außen ist. Das versucht der Kurs einem ja Schritt für Schritt gerade in den ersten Lektionen beizubringen, uns eine komplett neue Sichtweise auf die Dinge und auf uns zu legen, indem wir nämlich bei uns anfangen, in uns hineinschauen und uns Zeit nehmen für uns und in die Vergebung gehen. Das ist irgendwie der erste Schritt und das, was er versucht hier nochmal darzulegen. Ja, was ich auch mit diesem Satz 6 vor allem assoziiere, ist, dass wir oft genug auch denken, also dieser Satz, den du gerade gelesen hattest, ich lehre dich, Elend mit dem Ego und Freude mit dem reinen Geist zu assoziieren, ist, dass wir manchmal auch nicht wahrhaben wollen, dass das Ego eigentlich Leid ist. Wir denken, ja, okay, bis jetzt haben wir gelitten, aber vielleicht gibt's doch noch eine Möglichkeit, dass wir Freude im Ego empfinden können. Wir wollen irgendwie manchmal auch nicht wahrhaben, dass das Ego den Auftrag hat, uns in Angst und Schrecken zu versetzen. Das ist, was das Ego tun darf. Das ist sein Job. So. Und da gibt es nicht die Möglichkeit, dass das Ego irgendwann pure Freude wird. Genau. Und es ist halt auch so tricky, ne, weil das Ego uns ja einredet, dass so Dinge wie Verzeihen und Liebe und Vergebung und so weiter, dass das nutzlos ist. Das ist ja so, das kommt ja noch dazu, dass der Gewinn, den uns das Ego versucht zu assoziieren, der Gewinn durch Vergebung noch weiter Krieg ist oder noch weiter Schuld oder noch weiter Auseinandersetzung. Aber oder Fußabtreter werden. Oder Fußabtreter werden. Mhm. Oder Sklave oder Opfer werden. Ganz genau, ganz genau. Und das ist genau das Gegenteil von dem ist. Und ich glaube, das geht auch durch Erfahrung. Das ist auch der Wille und der Mut, einfach zu sagen, ich gehe jetzt einfach diesen Weg. Es ist eine Entscheidung. Und diese Entscheidung, also alle, die ich bisher kennengelernt habe, die diesen Kurs angefangen haben und mit ihm gehen, sagen, früher oder später, es ist die beste Entscheidung meines Lebens gewesen. Es ist das Beste, was mir passieren konnte. Ich glaube, es gibt auch Leute, die haben den Kurs dann wieder zur Seite getan, weil es nicht geholfen hat. Aber dann ist das halt so. Das ist ja auch okay. Es gibt ja nicht nur einen Weg zurück zu dieser inneren Wahrheit. Das ist ja das Gute. Also ich wünsche mir nur für jeden, ich weiß auch gar nicht, weil es gibt eh keine Zufälle und alles passiert zu seinem Zeitpunkt, aber ich denke manchmal, ja, ich wünsche mir, dass jeder seinen Weg findet, wenn es dann soweit ist. Hauptsache Frieden und Liebe, der Rest ist egal. Genau. Weiterlesen? Haben wir Lust? Ja, sehr gerne. Ja, klar, du hast doch vor allen Dingen Lust, ne? Gut, wenn du mich dazu so aufforderst. Also, wir sind auf Seite 68 im Absatz 6. Mein Vertrauen in dich ist im Augenblick größer als das deine in mich, aber es wird nicht immer so sein. Dein Auftrag ist ganz einfach. Du wirst gebeten, in einer Weise zu leben, die aufzeigt, dass du kein Ego bist und ich irre mich nicht bei der Wahl von Gottes Kommunikationskanälen. Der Heilige teilt mein Vertrauen und nimmt
meine Sühneentscheidungen an, weil mein Wille nie außer Harmonie mit seinem ist. Ich habe schon gesagt, dass die Sühne mir obliegt. Das ist nur deshalb so, weil ich mein Teil als Mensch darin vollendet habe und sie jetzt durch andere vollenden kann. Die Kanäle, die ich gewählt habe, können nicht versagen, weil ich ihnen meine Stärke leihen werde, solange die ihre nicht ausreicht. Boah, das ist so schön. Das ist so schön. Das heißt, Jesus hilft uns so lange, bis wir stark genug sind, sozusagen auch alleine zu stehen. So ja. Höre ich, also das ist das, was ich aus Satz 7 lese, dieses, dass er immer bei uns ist und seine Stärke uns gibt, solange wir sie brauchen. Mega. Ja, und mega auch, die Kanäle, die ich gewählt habe, können nicht versagen. Die können nicht versagen. Es ist einfach ein mega Trost. Es ist einfach ein ungeschriebenes Gesetz. Das ist, diese Kanäle versagen nicht. Und das finde ich so tröstlich. Er hat mich ja auch ganz zu Anfang ermuntert, einfach da dran zu bleiben, weil das wird ja sehr, sehr schnell klar in dem Kurs, dass er irgendwann seine Wirkung zeigt, wenn du es willst. Und darauf habe ich mich verlassen und es hat ja funktioniert. Ich finde auch das Wort der Heilige für Gott so schön. Ja. Ich gucke mal gerade, was das. The Holy One, sagen sie in der englischen Version. Der Heilige. Der Heilige ist auch schön. Und was ich echt spannend finde an diesem Absatz ist, ich habe schon gesagt, also ich bin bei Satz 5, ich habe schon gesagt, dass die Sühne mir obliegt. Das ist nur deshalb, jetzt Satz 6, das ist nur deshalb so, weil ich meinen Teil als Mensch darin vollendet habe und sie jetzt durch andere vollenden kann. Was ich daraus verstehe, ist, dass er mit der Kreuzigung uns demonstriert hat, Kreuzigung ist ja eine Lerneinrichtung, sagt uns ein Kurs in Wundern, nämlich wir lernen dadurch, dass wir kein Körper sind. Jesus hat uns demonstriert, dass er ewiges Leben ist und nicht der Körper. Und weil er diese Sühne sozusagen als Mensch vollständig gelernt hat, kann er sie uns jetzt lehren. So verstehe ich das. Und dadurch, dass er sie uns lehrt, vervollständigt sich sozusagen diese eine Sühne. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Ja. Nee, ich hab's verstanden. Ich finde das so mega. Ja. Weißt du, in der Ewigkeit war das alles schon bam da. Was wir in der menschlichen Version gesehen haben und wie wir das interpretiert haben, ist eine Sache. Aber in der Ewigkeit war der Job von Jesus einfach klar. Einfach klar und es musste so sein, damit er jetzt das tun kann. So verstehe ich das. Und es macht mich einfach, es erfüllt mich mit so einer, ich kann das gar nicht in Worte fassen, es ist so tröstlich. Nee, es ist so ein ganz, ganz, ich weiß nicht, es ist so schön, dieses Gefühl von meine Güte. Wir haben noch gar nichts erfasst so. Ich meine, das erkläre ich mir jetzt mal so und finde das mega schön, diese Idee. Aber diese, ich kann das echt nicht in Worte fassen. Ich muss das einfach nur so für mich einfach so nachhallen lassen. Ich weiß, was du meinst. Und das ist halt ja auch genau das, wo viele ja so mit hadern, auch mit dieser Figur von Jesus. Einer, er ist einfach vorangegangen. Und durch sein Menschsein hat er sich ja auch auf der Ebene mit uns verbunden. Und wenn er nicht vorangegangen wäre in dieser Form und wenn es ihn nicht gegeben hätte, ja, dann hätten wir nicht die Möglichkeit, uns auch daran zu orientieren, beziehungsweise uns mit ihm quasi zu erlösen. Und er könnte uns jetzt auch nicht die Sühne lehren, weil er hatte sie als, er hat sie als Mensch vollendet und jetzt als unser Bruder sozusagen in seiner nicht physischen Dasein vollendet er sie jetzt mit uns. Ich weiß, ja, ist doch mega. Einer muss den Job doch machen und er hat gesagt, ja. Das ist doch toll. Ja, aber guck mal, wie der Kurs uns auf diese Idee bringt und wir sind alle so geflasht und wie wir es vorher gelernt hatten. Ja. Weißt du, da liegen doch ja, das sind Welten dazwischen. Da liegen Multiversen zwischen. Ja, absolut. Mega, wer möchte lesen? Ich kann gerade nicht. Ich muss das noch mal genießen.
Möchte jemand lesen? Ich würde gern 7 lesen, wenn du nicht willst, Thorsten. Ja. Nee, lies ruhig. Alles gut. Okay. Ich werde mit dir zum Heiligen gehen und durch meine Wahrnehmung kann er den schmalen Graben überbrücken. Deine Dankbarkeit deinem Bruder gegenüber ist die einzige Gabe, die ich mir wünsche. Ich werde sie für dich zu Gott bringen, in der Erkenntnis, dass deinen Bruder erkennen Gott erkennen ist. Wenn du deinem Bruder gegenüber dankbar bist, bist du Gott dankbar für das, was er erschaffen hat. Durch deine Dankbarkeit lernst du deinen Bruder erkennen und ein einziger Augenblick wirklichen Erkennens macht jeden zu deinem Bruder, weil ein jeder von deinem Vater ist. Die Liebe bezwingt nicht alle Dinge, aber sie bringt alle Dinge ins Lot. Weil du das Reich Gottes bist, kann ich dich zu deinen eigenen Schöpfungen zurückführen. Jetzt erkennst du sie nicht, aber was dissoziiert wurde, ist nach wie vor da. Danke, Julian. Wow. Dankeschön. Wow. Also, das ist ein... Also in diesem Absatz kommen ungefähr gefühlt 800, kommt ungefähr gefühlt 800 Mal das Wort Dankbarkeit vor. Das finde ich ganz spannend. Mm. Dass irgendwie etwas sehr Wichtiges ist, was wir üben dürfen, um, ja, um wieder in dieser liebenden und vergebenden Form da zu sein. Ne? Das ist, deine ja. Dankbarkeit deinem Bruder gegenüber ist die einzige Gabe, die ich mir wünsche. Ja. Mega. Und jetzt stell dir mal vor, du hast deinen Bruder dir gegenüber, einen Bruder, der dich völlig nervt. Ja, dann wie so viele. So, und dann schaust du... Hast du trotzdem die gleiche Aufgabe. Ganz genau. Das ist genau der Punkt. Dann hast du die gleiche Aufgabe. Und ja, und dann hinter dieses Ego zu schauen, an dem Ego vorbei zu manövrieren, in seine wahre Bestimmung. Das ist die Kunst, das ist die Aufgabe. Es geht auch nicht, wenn du das nicht kannst, dann kannst du ja auch die Sühne sozusagen für dich nicht akzeptieren. Ja. Nur, das ist ja das Spannende, du brauchst deine Brüder, um die Sühne zu vervollständigen, weil es geht nur in Tandem oder wie auch immer. Es geht nicht allein. Du kannst dich nicht von ihnen sozusagen ihnen entziehen und denken, du wirst irgendwie erleuchtet werden. Es geht nicht ohne die anderen. Wir sind ja alle von der gleichen Quelle, sagt es mehr oder weniger ja auch. Und deswegen ist das ja so unweigerlich. Geht ja gar nicht anders. Ja, wenn du dich nicht in einem anderen erkennst, wie willst du die Liebe erkennen? Wenn du dich nicht in jedem irgendwo in der Essenz, wenn wir das nicht schaffen, dann weiß ich nicht, wie die Sühne klappen soll. Aber ist es nicht bei dir auch so, Peri, dass sich das Verhältnis zu deinen Brüdern, Mitmenschen, gerade wenn es Konfliktsituationen gibt, massivst geändert hat. Also inzwischen ist es ja sogar so, dass auch mit Abstand, das gelingt mir nicht immer, aber auch mit Abstand in Konfliktsituationen, ich sogar in Konfliktsituationen das Geschenk da sehe oder dankbar sein kann, dass mir das vor die Füße gelegt wird. Und diese frühere Verurteilung oder Urteil gegen Urteil, Angriff gegen Angriff, damit irgendwann mal fast absurd wird, das Schauspiel oder das Theater. Also bei mir ist es wirklich inzwischen so, ich hatte die Situation jetzt noch vor 1,5 Wochen, ich will die jetzt gar nicht aufdröseln, oder vor 2 Wochen, dass ich mich massivst angegriffen gefühlt habe und konnte nach einem Tag, nachdem ich mich wirklich aufgeregt habe, nach einem Tag das Geschenk dahinter sehen und die Quelle auch in dem anderen wiedererkennen. Und das ist doch auch das Großartige oder das eigentliche Geschenk, dass diese Angriffe, denen wir vermeintlich ausgesetzt sind, eigentlich auf einer Ebene stattfinden, die die eigentliche Quelle überhaupt nicht berührt. Und somit relativ schnell oder schneller aus dieser Verstrickung und aus diesen Konflikten herausführen lässt. Ja, ich glaube halt auch, dass es vor allem erstmal hilft, dass man schneller wieder bei sich ankommt und schneller die Ebenen unterscheiden kann. Weil wir sind ja sozusagen auch immer auf diesen 2 Ebenen unterwegs. Also wir haben diese menschliche Ebene, diese offensichtliche Ebene, die erzählt uns eine Geschichte, wir haben da Situationen. Und natürlich können wir nur damit arbeiten. Aber wenn wir dann wissen, es gibt noch eine ewigliche Ebene, es gibt noch eine geistige Ebene und auf der habe ich gerade
intuitiv das Gefühl, ist diese Situation dafür da, dann bist du, zumindest das ist bei mir so, bin ich auf der menschlichen Ebene sehr viel ruhiger. Und ich kann tatsächlich sehen, ja, vielleicht ist da ein Angriff, aber ich brauche gar nicht auf den Angriff eingehen, weil das hilft mir gerade überhaupt nicht weiter. Ich werde jetzt auf die Sache eingehen, damit wir eine Lösung finden, und weiß auf der Seelenebene, auf dieser geistigen Ebene, genau, zumindest bilde ich mir das ein, das kann mir ja auch keiner nehmen, wozu das jetzt gut war. Und dann bin ich auch im Frieden. Und ich kann tatsächlich ganz oft auch mein Ego beobachten, wie es toben will. Und wie es, manchmal beobachte ich auch, was es mir erzählt, so, und was es, und dann denke ich, ja, interessant, mein Ego sagt, dass das und das und das und das und das, aber ich weiß, dass es eine andere Ebene gibt. Ich weiß, dass da eine Seele ist. Ich weiß, dass wir im Geiste miteinander verbunden sind, egal ob jetzt auf der menschlichen Ebene irgendwie etwas ist, was uns beiden nicht gefällt. Und das ist ganz spannend. Dieses mehr Beobachtende, das merke ich. Auch wenn mein Ego spricht. Ich merke da mehr eine Beobachtung, als dass ich mich damit gleichsetze. Mhm. Genau. Ja. Ja, das empfinde ich so ähnlich. Ja. Wunderbar. Wollen wir weiterlesen? Ja, sehr gerne. Wenn du einem Bruder näher kommst, näherst du dich mir. Und wenn du dich von ihm zurückziehst, werde ich dir fern. Die Erlösung ist ein Unterfangen, das auf Zusammenarbeit beruht. Es kann nicht erfolgreich von denen angegangen werden, die sich von der Sohnschaft losmachen, weil sie sich von mir losmachen. Gott wird nur zu dir kommen, wenn du ihn deinen Brüdern gibst. Lerne zuerst von ihnen, dann wirst du bereit sein, Gott zu hören. Das rührt daher, dass die Funktion der Liebe eins ist. Mega Absatz, ey. Wow. Satz 2 und Satz 4 sind der Hammer. Satz 2, die Erlösung ist dein Tandem, was du eben schon angesprochen hast, ne? Ja, dass wir uns gegenseitig brauchen. Um das Licht ineinander zu sehen. Nee, ich wollte den Satz einfach nur nochmal wiederholen. Die Erlösung ist ein Unterfangen, das auf Zusammenarbeit beruht. Und dann arbeite mal mit jemandem zusammen, der dir eigentlich feindlich gesonnen ist. Das ist sehr, sehr spannend. Ich finde, da steckt aber sehr, sehr viel. Aber wem ist er feindlich gesonnen? Weißt du, welches ich? Genau, ganz genau. Das ist ja genau die Krux. Das ist ja genau das zu erkennen, das zu verstehen, diese Ebenen auseinanderzuhalten und in der Liebe zu bleiben. Das und dafür sind wir hier. Genau. Wow. Gott wird nur zu dir kommen, wenn du ihn deinen Brüdern gibst. Ja. Das sind, wie Gottes Gaben funktionieren. Wir geben, um zu empfangen. Geben und empfangen sind das Gleiche. Das ist so spannend, weil wir haben ja, das ist so interessant für unseren logischen Verstand, ne? Weil wir haben ja das Gegenteil gelernt. Wenn ich was weggebe, dann habe ich es nicht mehr. Dann hast du es nicht mehr. Und dieses Werk sagt uns, wenn du es gibst, dann empfängst du es, dann lernst du es, dann verinnerlichst du es, dann stehst du dafür, dann zeigst du, wofür was du stehst. So. Und das erstmal so an sich ranlassen, dass die Gaben der Ewigkeit anders funktionieren als die menschlichen Gaben. Ja, und da dann das Instrument der Vergebung halt, was diese Brücke überwindet. Ne? Und von ganzem Herzen dann einfach zu sagen, so egal auf welcher Ebene oder wie du mich angreifst, körperlich, was auch immer, über die Vergebung, über die Brücke der Vergebung wieder in die Liebe zu kommen und in die versöhnliche Ebene oder in die Ebene der Liebe. Das ist schon, also diese Dynamik, die sich daraus entwickelt, ist schon sehr, sehr spannend. Und ich verstehe das so gut, dass so viele Menschen da so viel, also inzwischen durchblicke ich das, dass so viele Menschen so viel Angst davor haben, weil sie es einfach anders gelernt haben. Weil sie einfach, das habe ich ja gerade schon erwähnt, Schiss davor haben, dann trotzdem einen aufs Maul zu kriegen. Weil sie die Ebenen noch nicht gerade gezogen bekommen. Und das sind wir unseren Brüdern schuldig, finde ich. Ja, ein Kurs im Wundern sagt ja auch irgendwo, der klarer ist, darf sozusagen diese Arbeit zuerst machen. Genau, so. Genau. Der klarer ist. Manchmal denkt man auch so, oh Mann, warum ist denn das mein Job so? Ja. Aber auch das ist Ego. Ja, das ist Ego.
Es ist jetzt Ja, nun aber mal dein diese Job. Frage, Nimm es ihn ist an. schön, dass du das so sagst. Es ist so schön, dass du das sagst, weil ich habe das wirklich vorletzte Woche genau so gedacht. Verfickt nochmal, Entschuldigung, dass ich das jetzt sage. Warum ist das hier? Warum ist das jetzt Weil mein du es Job? kannst. Und Das ist nämlich das ja. Ding. Weißt du, es ist ja auch gleichzeitig ein Vertrauen in dich, dass du es kannst. Ja. Und weißt Ja. du, unser Ego sagt dann, ja, aber warum haben das meine Eltern denn nicht erledigt? Oder warum muss ich das denn, warum bin ich denn jetzt die einen Kuss im Wundern liest, warum haben das meine Eltern nicht schon erledigt? Weil das nicht der Plan war. Gott macht keine Versuche oder wie soll ich das sagen, es gibt keine Zufälle in der Erlösung. Das war der Plan. Weißt du, eine Blume sagt ja auch nicht, oh Mann, warum blühe ich hier am Straßenrand, wo mich keiner sieht? Die blüht einfach, weil sie Gottes Plan folgt. Nur Ja. wir fangen an, mit Gott zu diskutieren, ob der Plan denn auch so okay wäre. Ja, das stimmt. Ja, genau. Das ist wahr. Ja, aber ich habe aufgehört zu diskutieren. Das ist gut, das ist gut. So gut wir können, So gut wir können, genau. machen wir das. Wir fangen jetzt einen neuen Abschnitt an, Abschnitt 7. Und bevor wir das tun, wollte ich noch ganz kurz darauf hinweisen, dass es ja noch eine andere Version von einem Kurs im Wundern gibt, diese Complete and Annotated Edition, die ich ja auch immer mal wieder lese, weil es mega cool ist. Ehrlich gesagt, ich kann die nur empfehlen, weil da ist tatsächlich noch ein Abschnitt dazwischen, den wir hier völlig gestrichen bekommen haben. Der heißt Asking and Following. Und dann kommt in der Complete and Annotated Edition auch dieser Absatz, der hier Schöpfung und Kommunikation heißt. Dort heißt er Complete and Direct Communication. Also es sind auch immer so unterschiedliche Titel für die Abschnitte. Also mir macht es völlig Spaß, das zu vergleichen, einfach nur, weil ich daran Freude habe. Ich weiß auch nicht warum. Manchmal kann ich mir es nicht erklären. Aber immer wieder mega spannend, das miteinander zu vergleichen. Ich kann es nur empfehlen. Also das noch mal kurz zum Einstieg zu dem neuen Abschnitt. Sehr cool. Wie dick ist denn eigentlich das andere, also diese Kann ich Complete dir and nicht sagen. Annotated? Ich habe nur die Kindle-Version. Ich glaube, damals hat das so 11 Euro die Kindle-Version gegönnt. Also die ist Oh, auch wirklich okay. nicht, also die ist wirklich mega erschwinglich. Also weiß ich nicht, wie dick sie ist. Aber sie dürfte dicker sein als die Version, die wir haben, weil wirklich die ersten 6 Kapitel oder so sich tatsächlich unterscheiden. Und da ist immer mehr Info drinne Ja, als hier. da sind noch viele auch so Hintergrundinformationen noch mit eingeflossen, ne? Da sind ganz Ja, viele ja. wie sagt man denn dazu? Fußnoten. Doch, sagt man Fußnoten, ne? Und vor allem, da sind auch viel mehr Hinweise zu der Arbeit, die Helen Schuckman und Bill Genau. Thetford machen. Die sind ja Psychologen und auf diese psychologische Arbeit geht er immer wieder ein und auf deren Beziehung. Ach, das ist toll. Ich glaube, das hole ich mir jetzt auch. Dann habe ich Habe sie auch alle Werbung drauf. gemacht, hat Yay. geklappt. Ja, zumindest bei mir. Sowas klappt ja bei mir immer gut. Okay, lesen wir weiter. Du liest. Wunderbar. Also, wir sind auf Seite 69 im Abschnitt 7, Schöpfung und Kommunikation. Wenngleich der Inhalt irgendeiner bestimmten Ego-Illusion keine Rolle spielt, so ist es unzweifelhaft hilfreicher, sie in einem konkreten Zusammenhang zu berichtigen. Ego-Illusionen sind ganz konkret, obschon der Geist von Natur aus abstrakt ist. Ein Teil des Geistes wird allerdings konkret, wenn er sich spaltet. Der konkrete Teil glaubt an das Ego, weil das Ego vom Konkreten abhängig ist. Das Ego ist der Teil des Geistes, der glaubt, deine Existenz sei durch die Trennung definiert. Ui. Okay. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Das ist nicht so schlimm. Ich glaube, wir müssen auch nicht immer nur alles verstehen. süß, das habe ich gerade auch gedacht. Das ist nicht so schlimm, Julian. Ich verstehe auch da nur die Hälfte Ja, ich gerade. Ich meine, ich muss glaube, jetzt man muss aber. auch nicht jedes Wort verstehen, aber wir können ja Nein. zusammen mal schauen, was hat dich denn besonders verwirrt, Julian? Vielleicht Ja, können wir ja zusammen. dieser dritte Satz, ein Teil des Geistes, wird allerdings konkret, wenn er sich spaltet. Ich finde das voll widersprüchlich. Wie kann es konkret werden, wenn sich was spaltet? Da ist es doch eigentlich irregeleitet oder verwirrt. Also wenn ich mich spalte, dann Also läuft ich dann glaube eigentlich es, nicht, was nicht ganz sorry. rund. Naja, das, worauf ich glaube, worauf das hinaus will, ist, dass ja unser Geist sich gespalten hat und in einem Teil regiert sozusagen das Ego und der andere Teil ist immer noch mit Gott verbunden. Da ist Ach diese so, diese abstrakte Sache. Dissoziation. Genau, Okay, ganz genau. okay, okay. Da, wo Und es. der. Entschuldigung, mach du. Nee, der. Nee, mach du bitte. Sorry, ich wollte dich Nee, nicht bitte, unterbrechen. bitte, hau rein.
Weil der Ego-Teil ist ja konkret. Das ist ja das, womit du dich konkret auseinandersetzt. Und das andere ist ja eben für dich der abstrakte Teil. Und wenn er gespalten ist, siehst du halt auf den konkreten, auch auf den sich ausmanifestierenden Teil und nicht auf diese andere Ebene, die für dich inkonkret ist. Ist sie ja, sonst wäre es ja hier ganz, sonst hätten wir das Problem ja nicht. Stimmt, so macht es Sinn, ja. Ja, Ja. danke. Ich habe das zwar jetzt, ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, aber wenn ihr euch einig seid, dann ist Ja, wir sind gut. uns jetzt einig, dann gehen wir weiter. Nein, ja, okay. Also worauf ich glaube ich hinaus will, ist, dass der konkrete Teil der Teil ist, wo das Ego zu Hause ist und der abstrakte ist da, wo sozusagen immer noch die Einheit mit Gott herrscht. Genau. Okay, gut. Dann sind wir uns ja einig. Oh, super. Ja, ich Okay. finde das so, weißt du, was ich so cool bei uns beiden finde, ist, Was dass denn du, wohl? wir kommen immer auf den gleichen Punkt, aber du beschreibst es von der einen und ich von der anderen Seite, aber Na gut, eigentlich sagen wir immer dasselbe. dann ist doch Das ist schön. Dann total geil. holst du vielleicht andere ab oder irgendwie vielleicht holen wir in der Kombination mehr Leute ab. Das ist doch Ja, schön. genau, ist doch schön, oder? Ey, freue ich mich Oder jedes alle Mal sind drüber. Für verwirrt. alle, genau, alles. Ehrlich, gar. Okay, gibt es denn dann noch, Julian, Entschuldigung. hast du noch Fragen zu dem ersten Absatz oder ist alles gut für Nee, dich? das war der einzigste Satz halt mit Okay, diesem gut. Konkret und Spaltung, aber alles gut, jetzt passt's. Wunderbar, dann weiterlesen, wer mag. Ich würde dich bitten, mal kurz zu lesen, weil meine Stimme geht gerade ein bisschen weg. Ja, okay, dann mache ich das. Das Einzige, was das Ego wahrnimmt, ist ein separates Ganzes ohne die Beziehung, die das Sein ausmachen. Somit ist das Ego gegen die Kommunikation, außer dann, wenn diese dazu verwendet wird, Getrenntheit herzustellen, anstatt sie abzuschaffen. Das Kommunikationssystem des Ego beruht auf seinem eigenen Denksystem, wie auch alles andere, was es vorschreibt. Seine Kommunikation wird durch sein Bedürfnis kontrolliert, sich zu schützen, und es stört die Kommunikation, wenn es Bedrohung spürt. Diese Störung ist eine Reaktion einer bestimmten Person oder bestimmten Personen gegenüber. Die Konkretheit des Ego-Denken hat also eine unechte Verallgemeinerung zur Folge, die in Wirklichkeit keineswegs abstrakt ist. Es reagiert lediglich auf ganz spezifische Weise auf alles, was es als miteinander verwandt wahrnimmt. Deine Reihe. Danke, Julian. Danke. Also, das muss ich jetzt erstmal noch ein bisschen sacken lassen. Ja, das Kommunikationssystem des Ego beruht auf seinem eigenen Denksystem, wie auch alles andere, was es vorschreibt. Seine Kommunikation wird durch seine Bedürfnisse kontrolliert, sich zu schützen, und es stört die Kommunikation, wenn es Bedrohung spürt. Es ist also, eigentlich wird hier nur beschrieben, wie das Ego im Alltag funktioniert und wie wir es wahrnehmen oder wie wir im Ego-Denksystem handeln. Auch eine Kommt komplette Bedrohung? Sabotage die ganze Zeit. Genau, ganz genau. In dem Moment ist, wir werden komplett durch das Ego permanent sabotiert. Du kannst dich links bewegen mit ihm, du kannst dich rechts bewegen mit ihm. Eigentlich ist alles im Ego-Denksystem in irgendeiner Form mit Vorsicht zu genießen und auf Angriff ausgerichtet. Das heißt, in dem Augenblick, wo die Kommunikation in irgendeiner Weise dir nicht passt, schlägst du entweder zurück, wendest dich ab oder spaltest dich ab in irgendeiner Art und Weise und gehst nicht mehr in die Kommunikation. Das Ego kommuniziert eigentlich nie wirklich oder nie wahrhaftig. Was Das ich ist im ganz spannend Prinzip. finde hier ist vor allem, also worüber ich gerade so ein bisschen nachsinniere, ist, dass es eigentlich etwas hier beschreibt, was wir ganz gut im Außen beobachten können. Das ist dieses, also das ist das, was ich rauslese aus Satz 6, nämlich, dass wir, wenn wir eine Erfahrung mit einem Menschen gemacht haben, wir das auf eine ganze Gruppe Menschen, die ähnlich sind, verallgemeinern und das natürlich nicht wahr ist. Weißt du, das ist, was ich hier rauslese. Die Konkretheit des Ego-Denkens hat also eine unechte Verallgemeinerung zur Folge. Das ist, wie ich das verstehe. Weißt du, dass wir auch oft genug sagen, okay, das war blöd und etwas Ähnliches muss dann genauso blöd sein. Genau. Oder der war blöd und jemand, der ähnlich aussieht, muss genauso blöd sein.
Genau, und das ist ja auch quasi so eine konditionierte Erfahrung. Das ist ja Konditionierung. Wir konditionieren uns negativ immer selber. Das ist nichts anderes als ich, das ist ein Reizreaktionsmodell. Ich reagiere immer und immer wieder auf ähnliche Angriffe, ob sie stimmen oder nicht, auf ähnliche Gegenangriffe und auf eine ähnliche Art und Weise. Und wenn ich einen mit einer krummen Nase mal so irgendwann. Eine Wahnvorstellung, ne? Genau, ganz genau. Wenn ich mal irgendwann einen mit einer krummen Nase scheiße fand oder der hat mir einen auf die Nase gegeben, finde ich seit ab dem alle Leute, die ähnlich aussehen, genauso und reagiere dementsprechend. Entweder schon direkt mit Abwehr oder schon direkt mit Angriff oder mit Aussondierung oder wie auch immer. Es ist eigentlich, und das sagt der Kurs ja auch, das Ego-Denksystem ist ein wahnsinniges Denksystem. Das ist ja nichts anderes, was der Kurs ja auch zu Anfang sagt. Das ist ja eigentlich wahnsinnig, was wir da machen. Irre. Und wir sind jeden Tag, das muss man sich mal überlegen, jeden Tag mit diesen Angriffen und Gegenangriffen beschäftigt. Das Ego versucht uns jeden Tag weiszumachen, das, was ich irgendwann mal gelernt habe, ist eine Bedrohung. Und die ganze Welt im Außen ist eine Bedrohung. Das ist ja das, womit es uns ja quasi immer wieder versucht zu befeuern. Bis zu dem Moment, wo wir genau aus diesem Ego-Denksystem aussteigen und uns dissoziieren, uns eigentlich von diesen Zwängen, von diesen Fesseln und von diesem Irrsinn losmachen und befreien. Das will das Ego ja natürlich nicht. Dann hat es ja seine Funktion verloren. Ja, aber das aber wird wohl unausweichlich sein. Ja, genau, es wird unausweichlich sein. Das ist der Weg. Das ist der Weg, genau. Wollen wir noch weiterlesen? Wir haben jetzt noch 5 Minuten, aber ich glaube ein... Oha, der Abschnitt ist... Mega lang. Der Absatz ist mega lang. Ja. Aber wir können ja schon mal uns eingrooven. Der wäre ja wieder für dich, Peri. Ja, ja, wir grooven uns ein und dann wiederholen wir das nächste Mal. Haben wir einen Einstieg für die, ja, das für ist die eine nächste gute Woche. Idee. Ja, das ist schön. Ja. Na gut. Also, wir sind auf Seite 70, Absatz 3. Im Gegensatz dazu reagiert der reine Geist auf dieselbe Weise auf alles, was er als wahr erkennt und reagiert überhaupt nicht auf irgendetwas sonst. Auch macht er keinerlei Versuch, festzulegen, was wahr ist. Er erkennt, dass das, was wahr ist, all das ist, was Gott schuf. Er steht in vollständiger und direkter Kommunikation mit jedem Aspekt der Schöpfung, weil er in vollständiger und direkter Kommunikation mit seinem Schöpfer steht. Diese Kommunikation ist der Wille Gottes. Schöpfung und Kommunikation sind Synonym. Gott schuf jeden Geist, indem er ihm seinen Geist kommunizierte. Dadurch setzte er ihn für immer als Kanal zum Empfang seines Geistes und seines Willens ein. Da nur Wesen gleicher Ordnung wahrhaft miteinander kommunizieren können, kommunizieren seine Schöpfungen ganz natürlich mit ihm und so wie er. Diese Kommunikation ist vollkommen abstrakt, weil sie von ihrer Qualität her universell anwendbar ist und weder irgendein Urteil noch Ausnahmen oder Veränderung unterliegt. Gott hat dich durch sie und für sie erschaffen. Der Geist kann seine Funktion verdrehen, aber er kann sich mit keinen Funktionen ausstatten, die ihm nicht gegeben wurden. Deshalb kann der Geist seine Fähigkeit der Kommunikation nicht ganz verlieren, auch wenn er es ablehnen mag, sie zugunsten des Seins anzuwenden. Voll irgendwie mega schön. Ich war auch irgendwo zwischendurch so berührt, dass ich kurz eine Pause gemacht habe. Ja. Ich glaube, es ist diese Erinnerung daran, dass wir in der Energie wie Gott sind. Dass dieses, da nur Wesen gleicher Ordnung wahrhaft miteinander kommunizieren können, kommunizieren seine Schöpfung ganz natürlich mit ihm und so wie er. Wir sind die ganze Zeit in Kommunikation mit Gott, in dem Teil des Geistes, der noch mit ihm in Verbindung ist. Aber das Ego schneidet uns davon ab. Es ist die ganze Zeit am Laufen. Wir sind die ganze Zeit mit ihm. Wir sind die gleiche Qualität. Wir können das Gleiche wie er, weil er es uns gegeben hat. Wir müssen da gar nicht irgendwie, wow, ich bin Gott. Darum geht es nicht. Nee. Weißt du, wie ich meine? Es geht darum, das ist, wie er uns erschaffen hat. Wir brauchen uns darüber keine arroganten Gedanken machen, sondern einfach wissen, wow, das ist meine natürliche Art. Ich bin so wie Gott. Ich habe die gleiche Schöpferkraft. Ich kann mit ihm kommunizieren, weil ich in der Energie, weil ich in der Qualität ihm gleich bin, weil er es so wollte. Was mache ich hier? Wem höre ich die ganze Zeit zu, anstelle Gott zuzuhören? Warum werde ich nicht einfach mal still und schaue? Kommunizierst richtig. Mhm.
und schaue, was Ja, dann passiert und höre auf die genau. Wahrheit. Ja. Weißt du, was total lustig ist? Es ist eine verrückte Assoziation, aber ich habe gerade so als du das gelesen hast, kam mir gerade dieses Bild von den Pilzen, die unterirdisch mit Bäumen kommunizieren und das einfach machen. Und das hat man ja jetzt erst vor ein paar Jahren entdeckt. Und das ist so für mich so auch so ein Ding gewesen, wo ich gedacht habe, wie cool. Die reden einfach so alle miteinander, kommunizieren, heilen sich gegenseitig, gucken, wo neue Kanäle gebaut werden müssen, welcher Baum was wo braucht. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Und das fand ich so faszinierend. Und als du das jetzt hier gerade so gelesen hast, hatte ich auf einmal dieses Bild, dass alles eigentlich natürlich, eigentlich von seiner natürlichen Substanz her und von seiner Bestimmung her auf einer natürlichen Art und Weise alles miteinander verbunden ist und miteinander kommuniziert. Auf einer natürlichen Art. Ja, nur das Und wir Ego ist setzen da gekappt. diesen Quark, genau, ganz Nur das genau. Ego ist gekappt. Ja. Weißt du, was ich auch spannend finde? Ich habe doch gerade erwähnt, dass diese Complete and Annotated Edition eine andere Überschrift hier hat, nämlich Complete and Direct Communication. Und hier in diesem Absatz kommt das sogar vor, vollständige und direkte Kommunikation. Daher Ja, haben sie siehst den du? Titel. Ah, und der steht hier nicht drin, ne, der Satz. Doch, in diesem Absatz steht vollständige und Ach direkte so. Kommunikation. Ach so, und der heißt ja Das hier ist, anders, ne? Genau. hier heißt Okay. der Schöpfung und Schöpfung und Kommunikation. Kommunikation. Strange. Ja, die werden schon ihre Gründe gehabt haben, aber ich finde das ganz spannend. Da spiegelt sich sozusagen die Überschrift. Ja, Mega voll. spannend. Ich glaube, wir lassen das alle mal sacken, diesen Absatz, der so mega lang war. Und ich höre Thorsten nicht mehr, So, also jetzt jetzt sind wir wieder. wieder. Ja, das war eine Funkunterbrechung bei Clubhouse. Ich habe dich auch nicht gehört. Ja, ich würde sagen, wir sind durch für heute. Oder es ist 22 Ja. Uhr. Ich denke, wir können ja diesen Absatz 3 nochmal nachhallen lassen auf Seite 70. Dann fangen wir nächste Woche wieder damit an. Ich Ja. bin sehr, sehr dankbar, Notier dir dass. das direkt. Ach so. Oh, danke für die Erinnerung. Ich schreibe mir das jetzt gleich mal auf, sonst passiert wieder ein Unglück. 70-3. Aber. Eigentlich wollte ich sagen, vielen, vielen Dank für diese Runde. Es war wieder eine wunder, wundervolle Reise. Ich bin sehr dankbar, dass wir das gemeinsam machen dürfen und uns an unsere Wahrheit erinnern dürfen und uns gegenseitig so segnen dürfen. Es erfüllt mich wirklich im Herzen. Ich danke euch allen sehr, sehr. Ja, ich auch. Also ich fand es heute mega und ich habe mich so drauf gefreut, nachdem wir letzte Woche ausfallen mussten, hat mich das heute, ja, wie gesagt, besonders glücklich gemacht. Auch mit allen hier, die hier im Raum sind, alle dabei waren. Vielen Dank, Julian. Ja, und vielen Dank, Peri, dass ich das hier jede Woche mit dir machen darf. Und ja, ich wünsche euch jetzt eine schöne Restwoche. Und ja, dann hoffe ich, hören wir uns gesund und munter nächste Woche Mittwoch um 21 Uhr wieder. Einen schönen Abend euch alle und danke, danke, Schönen danke. Abend. Vielen, vielen Dank an alle. Vielen Dank, Schönen Abend bei Julian. euch. Danke, Bis bis ganz dann. bald. Passt auf euch Tschüss. auf. Dir auch. Tschüss. Tschüss.